Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Wir müssen noch Belia töten, aber wir müssen Magda machen, damit wir das Set bekommen. Dann machen wir Magda. So, und dafür müssen wir da runtergehen. Belial, Herr der Lügen, ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln, sowie ein Meister der Täuschung. Man sagt, dass er es war, der Asmodan zu einer Revolte gegen nein. Die Gruppe. Ich war's. Nein. Ich werde euch befreien. Ja, die muss man nicht retten, aber ich mach's. Oh, die hätte ich vielleicht nicht rausholen, sondern müssen wir halt ein bisschen warten. Aber ich will einfach alle schnell töten, das ist es. Ich bin gewinnorientiert. Einfach noch ein bisschen warten. Bisschen Gegner töten hier. Und dann reingehen, wenn beide ready sind. Ja, sehr gut. Ja, ja. Geh noch ein bisschen. Wir nehmen uns Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Euch gebührt Ehre. Wir müssen die Clowns noch rausholen, dass es 5 Stück sind. Und dann gehen wir rein, hä? Okay. Ja, Ressourcenkostenreduktion. Sodele. Ja, ja. Okay, können wir jetzt eigentlich machen. Hallo Mägde. Boah, wie die explodiert ist. Wie viel Schaden. Boah, wie viel Schaden. So genial. Eintagsfliege. War er schwach und untätig. Oh, genial. Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun, während die großen Übel in Gefangenschaft waren. Okay, das kann ich nehmen. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie zu vergiften. Und gemeinsam übernahmen wir die Kontrolle. Sie verließ... Wir brauchen also noch das andere, ja? ...nach einigen Jahren, doch ich machte weiter. Und führte ihn unter Lord Belial wieder zu neuer Größe. Ich muss zurückkehren. Ja, wir brauchen wahrscheinlich Etappe 2 oder was ist los? Haben wir den Beutel nicht bekommen. Wo ist der Beutel? Hä? Muss man jetzt Etappe 2 schaffen? Ja, aber ich weiß nicht, was ich noch machen muss. Ich muss Schmied und die Juwelier mal hochstufen. Wenn nicht Verzauberin. So, die ist schon Stufe 12. Der Schmied ist noch nicht Stufe 12. So, maximale Effizienz. Sehr gut. Dann muss ich noch Schmied herstellen. Und kann als Würfel suchen. Asmodan töten, sollte einen Kuh töten. Bei mir will hier noch. Okay. Also herstellen wir mal eine Waffe. Und zwar eine mächtige Waffe. Und zwar bekommen wir eine Scheißwaffe. Machen wir nochmal eine Waffe. Die ist viel schlechter. Okay. Schade. Ah ja, verschrotten. So, und die 2. Den kann ich mal entsockeln, hä? So. Ein Amulett muss ich herstellen. Das Amulett ist noch schwach, ja. Gut. So.
Kannst du eigentlich nicht besser sein. Ist zwar schon gut, hat kritische Treffchance 10. Ist auch schlechter. Ja, kritische Trefferchance. Ich brauche Crit. Kritische Treffer, wie viel habe ich eigentlich? Crit. 36 jetzt, ja. Ist zu wenig sonst. Also das weg. Die 2 weg. Ah, den gebe ich ihm. Ja, ja, du brauchst ein Eis. So. Dich weg, ja. Dich kann ich ja ihm geben. Ja. So. Eine gute Wahl. Und euch tue ich rüber ins zweite. In den zweiten Slot. So, und zwar die Gürtel mal zuerst, damit die runtergehen. Ja, ich tue den alles einsortieren, wenn ich mal nicht aufnehme. So, alles verkaufen. Prima. Und wisst ihr was? Wir können die mal hochstufen, haben wir genug Geld? Ja, wir haben mehr als genug Geld. Und zwar einfach alles hochstufen. Geht ja relativ schnell. Ah, nicht so. Sessenreise, Klunker. Jetzt müssen wir nur noch die Bosse töten. Und so weiter. Dann machen wir Belial halt. Ja, wir müssen jetzt Belial machen. Ist ja relativ leicht. Es ist nur schade, dass man am Anfang gegen die Boarding töten muss. Aber die sind ja relativ leicht. Wir müssen jetzt unbedingt Kopfgeld machen. Hä? Dann warten wir noch ein bisschen mit den anderen Sachen. Jo. Ich freue mich, dass das so beliebt ist, dieses Let's Play. Der zweite Part hat nicht so relativ... Hä? Alle? Ah, habe ich schon alle. Okay. Einfach Materialien vorhanden. So kann ich einfügen. Ich habe schon alle gemacht und nicht mal gewusst, dass ich sie gemacht habe. Also gut. Dann hier. Und diese Feinde sind unglaublich. Kurz alle töten. Ja, nicht unsichtbar machen. Noch einer. Ich will euch einfach ohne töten, bitte. Oder danke, sage ich denen, dass ich sie ohne töte. Ich bin wieder gesund. Oh, die spammen wieder extremst. Wahnsinn, wie die spammen. So, ja, da kann man gerade durchrennen. Ja, die explodieren ständig. Ja, wenn ihr euch unsichtbar macht, dann kann ich euch ja ignorieren. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines... Der Boss ist aber eigentlich relativ leicht, wenn er nicht durchspammt, hä? Als große Form. Als kleine Form ist es sowieso lächerlich. Jetzt muss ich ihn halt ein bisschen reduzieren, den Schwierigkeitsgrad kurz. Ich muss ja sowieso nur Profi besiegen, die anderen. So. Noch nicht bereit. Gut. Besiegen wir den kurz.
Solange er in dieser Form ist, ist es sowieso sehr einfach. Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir. Ja, ja. Genau. Werd jetzt groß und jetzt halt die Schnauze. Ich sechs ja nicht über Ding, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, was die reden, aber mich nervt's halt. Da habe ich sicher schon 2 Milliarden mal gesehen. Nein, sicher weniger natürlich. Ah, bin ich getroffen worden? Nein, oder? Er ist tot. Ha! Ich bin kein Mal getroffen worden. Wenn ich das richtig gesehen habe, also ich habe keinen Schaden bekommen, oder? Nicht getroffen worden. Ja, ist lecker. Ja, wird irgendwie einfacher. Also. Wirbelwind, ja. Ist nicht so gut. So, jetzt müssen wir noch das Geschenkchen auspacken. Hä? Ja, gut. So. Noch ein paar Gon-Levelchen. Ich bin überlastet. Du bist überlastet. Was, bist du überlastet? Sicher nicht. Ah, Blutsplitter, bist du überlastet. Nicht so. Kadala, ich möchte gerne mal einen Brustpanzer. Ja, was brauchen wir am dringendsten? Schulterpanzer und Ding, okay. Schulterpanzer, so, da. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Bekomme ich halt nix. Und Armschienen. Vergesst nicht, dass sich das Glück stets wandelt. Ah, ich bekomme nie etwas. Zerfleischen. Das Glück ist mit den raus. Zerfleischen. Erdbeben und abklingt sein ist relativ gleich, ist besser. Revanche. Und hier muss ich... Ja, ich habe kritische Trefferchance drauf, okay. Dann halt nichts. Brandmal, Helm der Befehlsgewalt, Dämonenkralle, Erdspalter. Oh, Erdspalter. Darf ich mal den Erdspalter sehen? Den könnte ich machen. Geheiligte Nemesis. Ah, ich kann es nicht machen. Grieswolds Perfektion. Kann ich auch nicht machen. Hm. Wo ist jetzt der? Erdspalter. Ah, das ist wahrscheinlich ein anderer. Ich mach mal alle. Wo ist der Erdspalter? Was ist noch ein Low-Level? Könnte auch sein. Verbitterung, Erntemond, Endlos Krieg, Singularität, Resource Perfektion, der Zauberkundige. Da ist Erdschwert. Aha. Ein Hand für Level 60. Okay. Ja gut. So, ein Templar-Relikt könnte ich auch herstellen. Mache ich mal. Ja, das ist gut. So. Tip-top. Tip-toppe, 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 tip-toppe. So, und bei euch muss ich... Ja, die hochstufen. Ah, habe ich noch nicht alle hochgestuft. Jetzt sind die plötzlich wieder da. Vorher waren sie nicht da. Oder ich habe es nicht gesehen, habe sie übersprungen irgendwie. Auf jeden Fall mache ich immer alles zu schnell. Ah, Gottchen. Ja, ja. Also ich mache den Rest dann nicht hier im Let's Play, sondern off Video und gehe jetzt zu... Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Kann Eiswürfel holen,
Asmodan töten und Sultan cool. Sultan cool ist hier. Da. So, Udele. Wir töten die ganz einfach, hä? Wie viel Schaden mache ich? 296. Asmodan ist ja sowieso ein einfacher Gegner. Also vor allem für mich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber nein. Bin ich jetzt schon wieder falsch? Mann, aber dieser Wirbelsturm hat mich gestört. Ich weiß doch nie, dass er unten ist. Ich muss mich mal wieder ein bisschen erinnern. Wenn ich da auch 4 Monate nicht spiele, weiß ich doch nicht mehr, dass er unten ist. Ständig ist er unten. So ein Noob. So weit weg. Eieiei. Ihr habt gegen mich keine Chance. Kann mich nicht bewegen. Ja, du Armer. Ein Kopfschutz. Was ist es? Ah, meine Lieblingsverzauberung. Transmogrifikation. Boah, ist aber auch fett stark, ey. Shit. Übertrieben. Ich habe schon den Helm. Einer der stärksten eigentlich. Ja, es ist einfach sehr gut wegen der Angriffsgeschwindigkeit. Boah, der wirbelt aber mega schnell, hä? Schon. Angriffsgeschwindigkeit plus 7 ist ein bisschen low. Ich brauche mehr Zeit. Aber das ist auch gut für Goblins. Ha! Jeez. Ich glaube, die Angriffsgeschwindigkeit macht, dass die Wirbel schneller um die eigene Achse drehen und die Bewegungsgeschwindigkeit natürlich, noch dass nicht man bereit. Und das war, glaube ich, in Diablo 2 auch schon so. Vor allem kann man da ja mehr Bewegungsgeschwindigkeit erreichen. Das geht noch nicht. Oh, fällst du hin, hä? Bist du in Arme? Fällt er einfach hin. Da renne ich jetzt mal durch. Ich will jetzt nur noch Belial töten. Okay, ich töte euch schon. Ihr seid ja low life. Tut mir leid, ich wollte euch nicht besiegen. Ein verdienter Tod. Was? Schon tot? die sterben wie Blitz. Tot. Wie Furzblitz. Prima, los jetzt, hopp, hopp, hopp. Herz der Sünde. Ich möchte gerne dich töten, aber ganz, ganz schnell. Hm? Darf ich dich ganz, ganz schnell töten? Ja, es geht relativ gut. Hä? Das macht Spaß. Das macht sowas von Spaß. Wow. Heftigst. Jetzt müssen wir nur noch dieses scheiß Tempel machen. Und dann sind wir durch, hä? Gut. Tempel von Sescheron. Dornenschatten. 5560 Dornenschatten. Ist da Angriffsgeschwindigkeit gut? Maximale Wut. Ich glaube, ich nehme den. Sonst halt den hier. Nein, ich brauch's auch so ist er defensiver. Also, Ruinen von Sescheron. Boah, heftigst wie viel Paragon-Erfahrung ich jetzt wieder habe. Ein, zwei Gegner und ist alles gut. Ja, dann haben wir unsterbliches König Set 1.
Baal ist in Sescheron eingefallen. Aber wir werden... Da ist schon mal eine Barbaren. Eine Barbarin, die ganz mager ist. Jetzt geht's nicht weiter. Wer ist das? Aletur. Den töten wir mal kurz. Ich werde stärker. So. Das geht noch nicht. Da hat Wölfe beschwert, okay. Was? Rudeljäger oder was? Wie hießen die? Lol. Ein besonderer Goblin? Ja. Ein mächtiger Gürtel. Oder ein normaler Gürtel? Ich hab's jetzt nicht genau gelesen. Ich glaube ein normaler Gürtel. Besiegen wir die halt. Das geht noch nicht. Tschüssi. Tschüssikowski. Die Urahnen segnen mich. Ja, halt. Fresse. Noch nicht bereit. Auf jeden Fall dann mal die Kampagne durchspielen, gell? Machen wir, sobald wir alle Sets haben, hä? Also das Set haben. Ganz komplett. Sterbt. Ohne lohnt sich's halt nicht so. Also es ist nicht so schnell. Ich brauche mehr Zeit. Ja, übertreibt's nicht. Gebt mir mal ein bisschen Wut. Vulkatos führt meine Hand. Das geht noch nicht. Ja, ja, jetzt haben wir sogar ein Paragon-Level noch dazu bekommen. Stufe 15 sind wir jetzt. Sehr schön. Habt ihr schon Angst? Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja. So. Leute, die verflucht zu. Ich habe neue Kraft geschöpft. Ah, neue Kraft, hä? Neue Kraft. Noch nicht bereit. Sterb. Dann. Diese Kreatur ist wahrscheinlich der verstörendste aller natürlichen Bewohner. Setzen wir mal ein, hä? Sie explodieren zwar trotzdem die Eier, welche das Weibchen zuvor an ihrem recht schnell, aber in ihrem Larvenstadium graben sich die Jungen in den Rücken des Männchens und erzeugen so dort gut sichtbare Beulen. Wird angegriffen, fressen sie sich durch die Oberfläche der Beulen. Wie geht? Das geht noch nicht. Eigentlich muss ich ja gar nicht hier hoch. Ich muss irgendwo rübergehen, aber ich weiß nicht wo. Die Vorfahren eventuell hier. Stärke. Nee, vielleicht sogar unten. Ich muss ja nur keine Würfel holen. Wahrscheinlich hier irgendwo, hä? Der älteste Kanai war der beste von uns. Oh. Er hätte der nächste unsterbliche König sein können. Seit Vorusk kam nie mehr jemand der Vereinigung der Stämme so nah wie er. Sein unbezwingbarer Wille hätte es vollbringen können. Okay. Doch obwohl er so stark wie drei Krieger war, lag seine wahre Stärke in seiner Barmherzigkeit. Und wo ist jetzt Kanai? Nein, Kanai ist nicht im Thron. Ah, oh, hier ist so eine Transmogrifikation gewesen, die ich genommen habe. Deshalb. Ja, ich muss hier ganz nach oben, stimmt. Ich muss in den Norden, also. Gehen wir wieder zurück. Blöd ist das, hey. Wird man so verarscht, ey. Es war nur ein ja. Die bekommen wir wahrscheinlich nie mehr, diese Transmogrifikation. Aber wenn ich die noch habe, dann zeige ich sie euch, gell? Muss einfach ein Schild verzaubern. Das ist irgendwie ein
Sturmschild, glaube ich. Von diesem Moment an war der Kampf verloren, denn er war unser wahrer König. Ja. So arme Barbaren, ey. Die Mitleid bei Mitleid ich. Extrem. Unser letzter Seher drin prophezeite, dass die Finsternis bald vorüber sein würde. Jo. Doch er lag falsch. Der Berg Ariad explodierte und riss dabei unsere Seelen mit sich. Das viele von unserem schwindenden Volk verloren an diesem Tag ihren Verstand. Oder Schlimmeres. Sie wurden zu den Unreinen. Noch nicht bereit. Oha. Also gibt es noch unreine Barbaren. Ja. Schafft. Wie viel müssen wir noch töten? So viel! Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Ich hätte ihn noch nicht einsetzen sollen am Anfang. Doch, ich hab's geschafft. Boah, ging das schnell. So viel gestorben, okay. Schön, haben es geschafft. Aber eben, wir haben noch kein Set, noch nichts. Wir sind schon hoches Paragon. Boah, ich muss so viel immer wieder rein tun. Investieren in Paragon Levels. So, und da ist es schon. Sehr gut, hä? Dankeschön, dass du mir den Würfel gibst. Der wurde sogar geschützt von den Bösen. Yeah, jetzt habe ich das Set. Yes, ich hab's. Toll, dankeschön. Jetzt können wir vielleicht schon etwas... Nein, wir können es noch nicht. Wir müssen alle haben, glaube ich, oder? Aber vor allem haben wir hier mal mächtige Gürtel. Was, wir bekommen nur den mächtigen Gürtel? Wo ist der Rest? Ich sehe nicht. Komisch. Wieso haben wir nur eins bekommen? Okay, bekommen wir die einzelnen oder bekommen sie später zu zweit? Ich weiß es nicht. Wollen wir mal eins austauschen, hä? Ist halt Hammer der Uhr. Ich könnte den Transmog wegmachen. Bringt es mir etwas plus 3%? Ich weiß nicht, ob physischer Damage besser ist. Nein, wir nehmen den nicht. Ja, gut. Okay, dann können wir noch ein bisschen zocken. Auf jeden Fall möchte ich ja verzaubern. Und zwar die Schuhe in das andere. Wirbelwind, aber besser Wirbelwind. Komm schon, ein besserer Wirbelwind. Bitte. Ja, 15. Yay! Cool. Dann können wir hier noch die Wieder... Ja, die Stärke, hä? Also wie... Hier haben wir Rasreichspalten, Waffenwurf und Hieb. Und 93 ist eigentlich relativ gut. Dann mache ich hier auf Stärke, hä? Ja, das reicht schon mal. Hier könnten wir... Ja, machen wir das nicht. Das sind Low Levels. Hier könnten wir noch... hier müssen wir... Was? Angriffsgeschwindigkeit. Ist zu hoch. Ist hoch. Also ganz hoch. Hier ist auch ganz hoch. Dann müssen wir Stärke... Ja. Wir müssen Stärke machen. 701. Ja. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Ich bin ganz was von
schlecht. Ding. So, jetzt haben wir einfach den Z-Bonus noch nicht. Was ist denn böse? Müssen wir jetzt einfach nochmal eine Season-Reise machen, hä? Transmog 4 ziert. Da brauchen wir Geld. Juwelenschmied 5 Rezepte. Also dann suchen wir mal Goblins. Oder machen wir Urzeil. Aber wo ist Urzeil? Wo ist denn da eigentlich der? Skelett, Urzeil. Ah, das ist das Kanonenrohr, heiliges Kanonenrohr. Okay. Machen wir das noch kurz, hä? Ja, können noch ein bisschen länger natürlich. Der da. Gut, prima. Was totes Trophäen? Noch nicht bereit. Stirb. Aha, einfach zu sterben, okay. Gibt dem einen Erfahrungsbonus. Das geht noch nicht. Ah, da. LOL. Da ist es ja. Und ich weiß es nicht. Gut. Dann haben wir noch mehr. Wir haben eins einfach so bekommen. Cool. Oh, mega geil. Schade, der Helm ist schon wieder Schrott. Ich muss den nämlich austauschen. Und Wirbelwind drauf. Boah. LOL. Also machen wir einfach weiter, gell? Heftigst. So. Los. Töten wir alle. Eine Gelegenheit, Ruhm zu ernten. Ich brauche mehr Zeit. Gut, machen wir also im nächsten Part die Season-Reise weiter, damit wir da schnell das Set bekommen. Hä? Und jetzt haben wir einen Bonus, oder? Ja, einen Bonus. 4 müssen wir haben. Haben wir bald. Wir haben bald alle. Die anderen Sets brauchen wir natürlich auch bald noch. Ja, ja. Gut. Also machen wir noch ein bisschen weiter. Schon fertig? Nein, noch 2. Viele der ältesten Adelshäuser im Westmark hielten sich gewaltige Jagdhunde. Mögen sie im Leben auch zahm und friedlich gewesen sein, so wurden sie in den Händen der Seelenernter zu furchtbaren Bestien. Jetzt führen sie Rudel kleinerer Hunde an und gemeinsam jagen sie die Bewohner Westmarks. Ich will gar nicht daran denken, was sie mit den Leichen anstellen. Ja, ja. Lächelt auf mich herab. Beerdigungsgeschwindigkeit natürlich wieder. Schmeißen wir den raus. Also okay, die können wir eigentlich nehmen wegen den Metz. Ich brauche die blauen Metz halt auch. Meine Hiebe vernichten euch. Los, komm, aufmachen. Ich habe doch drauf geklickt. Ich brauche mehr Zeit. Ach, ist das leicht jetzt mit den... Ich liebe dieses Set. Das ist einfach das beste Set. So, hallo. Ursuel. Guten Tag. Haben Sie irgendwas gekauft? Okay, hole ich Ihnen ein bisschen alles ab. Ihr und der Rest der Dämonenbrut werdet bald Geschichte sein. Ah, die Schnauze. Das schwöre ich. Ja, genau. Die Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. What the fuck? Das geht noch nicht. Der macht Schaden, indem er losgeht. Schon. Okay. Heiliges Kanonenrohr.
wie der so Lava-Ding gemacht hat. So. Ja, ich bedanke mich fürs Schauen dieses Partes. Hä? Haben wir einen 35er-Minuten-Part. Ich tue noch kurz alles identifizieren, haben wir. Ja, dann kann ich das alles verkaufen. Tue mal die Games hochleveln und so weiter. So. Tu den Game rein. Und unten auch. Und ja. Ich bedanke mich fürs Schauen. Tschüss.